Ihnen, Maria D. und deinem Team. Ganz herzlichen Dank auch der Katrin Lohe, die hier für die Zero Foundation die ganze Organisation übernommen hat. Danke Ihnen fürs Kommen. Und das Thema hat dieser Maria schon wunderbar eingeläutet. Es geht um den Verlust. Und der Verlust, ob materiell oder immateriell, bedeutet immer zweierlei. Entweder man findet sich mit dem Verlust ab, oder aber man setzt etwas dagegen, und zwar den Neuanfang. Und Zero ist im Prinzip die Geschichte dieses Neuanfangs. Starten wir doch mit den verlorenen Illusionen, die gar nicht die Zero-Künstler in Person hat, sondern die eigentlich eine ganze Generation betreffen. Otto Pien ist 1928 geboren, Günter Uecker 1930 und Heinz Mark 1931. Das heißt, die drei wuchsen in eine Zeit hinein, in der der Nationalsozialismus in Deutschland die Macht übernahm und in der alles, was vorher geschaffen worden war, vertrieben, untersagt, verbrannt und Schlimmeres wurde. Lange Rede, kurzer Sinn, die 20er Jahre, die vielen auch als die goldenen 20er Jahre bekannt sind, haben tatsächlich in Deutschland nach zwar einem verheerenden Ersten Weltkrieg, aber doch dazu geführt, dass wieder Industrie stattfand, also dass wieder Geld verdient wurde, dass Wissenschaft und Kunst auflebten. In Berlin hatte Max Reinhardt ein wunderbares neues Theaterkonzept entwickelt. Sie selber wissen, Film und Radio sind in der Zeit eigentlich richtig zur Blüte gelangt. Die 20er Jahre waren im Prinzip für die Kunst und Kultur sehr wichtig und all das, was da geschaffen worden ist, wurde untersagt. Unter anderem auch, entschuldigen Sie diese schlechte Darstellung, aber es soll nur sozusagen kurz vor Augen führen, worum es geht, nämlich um das berühmte Bauhaus, das ja dieses Jahr seinen 100. Geburtstag feiert. Und das Bauhaus 1919 als Idee von Walter Gropius als Kunstschule konzipiert, war sehr früh darauf angelegt, dass Gropius klar erkannte, das 20. Jahrhundert ist ein Jahrhundert sozusagen der Massen und dessen, dass nicht der Einzelne etwas bedarf an Gestaltung, sondern dass es viele Menschen betrifft, die ihre Wohnumfelder, die ihre täglichen Dinge des Lebens gestaltet haben müssen. Und so entstand das Bauhaus und mit dem Bauhaus natürlich die Idee der Moderne. Und das Bauhaus, Sie sehen den Entwurf hier von Gropius für den Neubau in Dessau 26, wurde leider schon Ende der 20er Jahre in Dessau von den Nationalsozialisten, die damals die Macht im Stadtrat hier oder wieder übernommen hatten, vertrieben. Es gab dann noch mal eine kurze Zeit Bauhaus Berlin, Mies van der Rohe war der letzte Direktor und auch erst 33 emigriert. So, was unsere drei Zero-Künstler also von Anfang an sozusagen verloren hatten, war der Anschluss an die Moderne, waren diese Ideen, waren diese Ausgangspunkte, die ganz wichtig waren. 1945 war davon nichts mehr übrig. 1945, um das kurz in Erinnerung zu rufen, war Pien 17, Uecker war 15 und Mark war 14. Sie haben noch was verloren, sie haben nämlich sowas wie Kindheit und Jugend verloren. Was wir wahrscheinlich alle kennen, dass man mit einer gewissen Leichtigkeit und Naivität ins Leben startet, das war für die drei, wie für viele andere aus dieser Generation, natürlich schon gar nicht mehr möglich. So en passant, Max und Pien hatten auch ihre Väter während des Krieges verloren. Also die Ausgangssituationen waren sehr schwierig und umso stärker war vielleicht ihr Wille, daraus was Neues zu schaffen. Max und Pien trafen sich zum ersten Mal 1950 an der Kunstakademie hier in Düsseldorf. Und sie stellten fest, dass sie sich gut verstanden und dass sie auch sozusagen auf ganz ähnlichen Wellenlängen schwammen, dass sie das, was gerade war, in Frage stellten. Es war gerade in Mode in den 50er Jahren, das informell, vielleicht erinnert sich der ein oder andere an dunkle Bilder, meistens so in Schwamm- oder schwarzerdigen Tönen, sehr expressiv. In Amerika gab es eine ähnliche Kunstbewegung, die sich aber abstrakter Expressionismus nannte. Pollock tanzte sozusagen über die Leinwände, die er auf dem Boden ausgelegt hatte. Aber auch da ging es darum, dass das Künstlersubjekt sich entäußert. Also dass der Künstler sein Innerstes dem Publikum sozusagen darbrachte. Das wollten die Zero-Künstler nicht. Ihnen ging es darum, eine eigene Sprache zu finden. Ihnen ging es auch darum, eine Sprache zu finden, die Natur und Technik zusammenbrachte, die sensibilisieren sollte und die eben das Künstlersubjekt nicht in den Vordergrund stellte, sondern durchaus als Authentizität gelten lässt, aber die nicht das eigene Wohlbefinden oder Nichtwohlbefinden in den Mittelpunkt ihrer Arbeit stellen sollte. Die zwei fanden 1955 Ateliers in der Gladbacher Straße 69, das Haus gibt es heute noch. Es ist ein Hinterhaus, wie hier in der Hüttenstraße vergleichbar auch.
Das Vorderhaus war zu der Zeit eine Ruine. Im Hinterhaus hatte Pine das größere Atelier, Mackert im kleineren. Es waren aber auch noch andere Künstler, Hans Salentin war da und viele andere. Und um jetzt wieder auf die Serokunst zurückzukommen, die zwei, die sozusagen den Anfang dieser Bewegung legten, und dazu ist zu sagen, dass Sero nie eine Art von Vereinigung war. Also es gibt kein Mitgliedsregister und es gibt auch keine Statuten, sondern es waren eigentlich Freundschaften, die sich um neue Ideen in der Kunst ranken. Mack und Pine starteten damit sozusagen einen Dialog, aber sehr schnell haben sie auch Anschluss gefunden an andere junge Künstler, wie zum Beispiel Yves Klein in Paris, Piero Manzoni in Mailand, Jeff Verheyen in Belgien. Also das Ganze war mehr oder minder doch eine europäische Geschichte. Und die Suche nach neuen Ausdrucksmöglichkeiten hat alle miteinander verbunden. Sie sehen jetzt von Ihrer Seite aus gesehen auf der linken Seite Heinz Mack, und Sie sehen, hier hat er sozusagen seine Form der Kunst schon gefunden. Für ihn war eines der Initiationserlebnisse, dass er per Zufall auf ein Stück Alufolie trat, und die Alufolie lag auf einem Sisal-Teppich. Sisal ist so eine, sieht so ein bisschen aus wie so eine Auslegware, ne? So ein ganz harter Stoff. Und ja, Mack stellte fest, dass durch die Verformung dieses Aluminiums sich das Licht spiegelte. Und dann bekam er die Idee, mit Licht zu arbeiten und das Licht eigentlich als das Immaterielle sozusagen zu versuchen darzustellen. Sowohl in der Malerei, und deswegen war am Anfang sehr viel Weiß in Weiß, eine Möglichkeit, sich zu äußern, oder aber, was Mack auch sehr schnell machte, war Alufolie zu schleifen, zu bearbeiten und dadurch Lichteffekte zu erzeugen und quasi eigentlich das Immaterielle in den Vordergrund zu stellen. Pine arbeitete nebendran in einem Atelier, und er kam auch zu neuen Lösungen, wenn auch zu ganz anderen. Pine hat nämlich für sich die Lochraster oder Gitter entdeckt, und Pine hatte zuerst Farbe durch diese Lochgitter durchgedrückt quasi und dann die Lochgitter weggenommen, und dadurch entstanden dann diese kleinen Punkte, diese kleinen Farbraster, die aber nie ganz gleich waren, sondern immer ein bisschen unterschiedlich, weil da war ja eine Bewegung drin und das war ja nicht maschinell hergestellt. Auch er arbeitete vorzugsweise in ganz hellen Tönen, weiß, gelb waren die Töne, die angesagt waren. Pine ist dann dazu übergegangen, auch Rauch durch dieses Lochgitter zu schicken und damit sozusagen die berühmten Rauchzeichnungen zu erzeugen. Er hat dann versucht, mit Licht direkt zu arbeiten um den Lochgitter, und hat dann festgestellt, dass er so wirklich eine Choreografie des Lichtes entwickeln kann. Die sogenannten Lichtballett-Aufführungen haben 1959 zum ersten Mal stattgefunden, in dem Pine selber wirklich die Lichtquelle vor ein Gitter, hinter einem Gitter bewegte und dadurch den Raum in eine Art von Licht ja, Erlebnisraum umwandelte. Das Ganze hat er später fortentwickelt und durch Motoren sozusagen mechanisiert, sodass da keine menschliche Performance mehr dahinter sich verbarg. Die beiden begannen also und hatten dann spätestens 57 für sich auch eine eigene Sprache entdeckt und festgestellt, dass sie damit nicht alleine sind. Aber Kunst zu machen ist ja immer nur die Hälfte, man muss Kunst auch zeigen. Und in der Zeit gab es kaum Möglichkeiten, denn die meisten der Museen waren damit beschäftigt, eben die Moderne nachzuholen. Es wurden große Surrealistenausstellungen hier in der Kunsthalle zum Beispiel gemacht, 58, die war sehr wichtig. Aber das war eine Kunst, die schon geschaffen war. Für die zeitgenössische Kunst war damals noch nicht die Aufmerksamkeit geschaffen, auch nicht generell geschaffen, die es heute dafür gibt. Und so waren auch die beiden wieder nicht bange, sich da selber eine Möglichkeit zu suchen. Und sie haben die Abendausstellung entwickelt. Und Abendausstellung sagt, was es bedeutet, nämlich die Ausstellung fand an einem Abend statt. Es wurden Einladungen gedruckt, die Leute kamen, die Werke wurden, es waren nicht nur die Werke von Mack und Pine, sondern es waren viele andere Künstler eingeladen, Freunde. Die Werke wurden gezeigt und am nächsten Tag war die Ausstellung wieder abgebaut. Warum? Weil die beiden natürlich weiterarbeiten mussten. Die beiden hatten schon Familie, sie mussten auch einen Broterwerb nachgehen, das taten sie als Kunstlehrer. Und in der Freizeit, also sobald noch es Abend wurde, sind sie in ihre Ateliers und haben weitergearbeitet. Diese Abendausstellungen im April 1957 war im Prinzip der Start eines sehr erfolgreichen
heute würde man von Artist Run Space sprechen oder von Künstlergalerie oder dergleichen. Die vierte Abendausstellung ist dann Gott sei Dank mal im Fotofest gehalten worden. Leider gibt es von den ersten drei überhaupt gar keine Fotos. Aber Sie sehen hier auf der rechten Seite der kleine Junge, das ist Herbert Piene, der Sohn von Otto Piene, der ganz begeistert vor den hier an der äußeren linken Seite hängenden Arbeiten von seinem Vater steht. Und Sie sehen auch da schon die Rasterstrukturen und diese neue Sprache. Im Gegensatz, das ist ein typisches Informellbild, ich glaube, es ist von Grüning. Hier geht es vielmehr noch um ein Bild, was ein Zentrum hat, was eine Komposition noch in sich trägt und diese Strukturen in der Serokunst sind dann wirklich was komplett Neues. Sie sehen auch, dass Mark und Pien sehr ordentlich gekleidet sind, ganz davon abgesehen, dass man auch feststellt, dass die 66er und 68er Demonstrationen auf den Straßen durchaus im Anzug durchgeführt wurden. War denen beiden auch wichtig, dass sie nicht als Bohemians, nicht als irgendwelche Freaks erscheinen, sondern dass sie seriös und ernst wahrgenommen werden in ihrer Rolle als Künstler. Die siebte Abendausstellung ist dann die erste Abendausstellung, die einen Titel hat, nämlich das Rote Bild. Damit einher ging auch zum ersten Mal die Veröffentlichung einer Publikation und diese Publikation nannte sich Zero und daher rührt dann auch der Name für diese ganze Kunst und für diese ganze Bewegung. Die Publikation war dann relativ schmal und sie war auch sehr akademisch aufgebaut. Mark und Piene hatten bis 56 bzw. 57 in Köln an der Universität Philosophie studiert. Und sie war doch auch immer durchsetzt von dieser philosophischen Fragestellung, wie das mit der Kunst weitergehen kann. Und sie hatten dieser Ausstellung ein Zitat Hegels vorangesetzt und hatten sehr berühmte Leute, wie zum Beispiel Adolf Gehlen, gebeten, ihre Meinung über die Wertigkeit von Farbe darzulegen. Das Ganze war sozusagen ein Auftakt, hatte aber noch nicht die Durchsetzungskraft, die dann insbesondere das dritte Magazin von Zero haben sollte. Ich möchte aber auch das zweite nicht verschweigen. Das fand sozusagen in der nächsten Ausstellung statt, die achte Abendausstellung war mit dem Thema Vibration. Betitelt Vibration, ich sage schon, was Zero wollte, Bewegung, also Kinetik, Licht, Schatten, das Spiel sozusagen zwischen dem Betrachter und dem Objekten stand im Vordergrund. Und auch zur achten Abendausstellung gab es dann ein Zero-2-Band und schließlich gab es 1961 den dritten Band von Zero und der war dann sowas wie im Prinzip der Durchbruch. Warum? Weil in diesem Band über 30 Künstler, und zwar wirklich Künstler, sich beteiligt haben. Es ist im Prinzip eine Künstlerpublikation. Jeder bekam vier Seiten und die Bandbreite war von all den Leuten, die ich eben schon genannte, in Italien bis Frankreich. Man hat einfach die Kollegen angeschrieben. Es waren leider Gottes nur Kollegen, auch das an der Stelle. Frauen, warum auch immer, waren leider zu wenige. Nanda Vigo war in dem Kreis im Arkiv, aber es waren heute würden wir denken zu wenige. Sei es drum, Zero 3 war ein Riesenerfolg und wurde dann im Juni 1961 auch in der Galerie Schmela vorgestellt. Heute würden wir vom Book Release sprechen. Es gab so eine Ausstellung bei Schmela, auch die dauerte nur einen Abend. Es gab Aktionen vor der Tür. Und wir haben ja die Archive von Max Thiel und Uecker aus der Zero-Zeit. Wir haben heute noch viele Briefe, in denen darum gebeten wird, ob man nicht einen Zero-3-Band kaufen könnte. Und die Künstler haben dann immer darauf hingewiesen, es tut uns sehr leid, sind alle vergriffen. Das ist ein ganz besonderer Erfolg geworden. So. Jetzt kommen wir aber, wir sind schon im Jahr 61, jetzt kommen wir hier dem Haus näher, denn Günter Uecker hatte sich schon bei der Ausstellung Das Rote Bild beteiligt, er war einer von 45 Künstlern und man kannte sich auch, man hat sich auch besser kennengelernt über Yves Klein, aber so richtig zu einer ganz engen Zusammenarbeit zwischen dem Inner Circle, der Zero-Gruppe, nämlich Max Thiel und Uecker, kam es dann im Laufe des Jahres 61. Und Uecker hat in dem Jahr auch hier im Haus sein Atelier quasi angemietet, und zwar im Erdgeschoss. Sie waren vielleicht, als sie reinkamen, schon unten.
Es gab hier im Haus einen Verleger, das war der Hans Möller, der nannte seinen Verlag Hofhauspresse. Es war aber kein klassischer Verlag, wo Literatur in Büchern gedruckt wird, sondern Hans Möller war wirklich ein kongenialer Partner der Künstler, der sie eingeladen hat, mit ihm gemeinsam Kunstobjekte zu realisieren. Und Möller hat im Prinzip Multiples erzeugt und selbige verkauft. Und deswegen kannte er die Künstler sehr gut und er war auch mit Günter Uecker sehr befreundet. Und so nun ist kein Wunder, dass Uecker also 61 ins Haus kam, unten sein Atelier aufschlug. Der Boden ist bis heute der gleiche, da ist auch nie was verändert worden. Und der Raum ist ja auch relativ leer, Sie können sich vorstellen, so sah es damals auch aus. Uecker nun wiederum war es, der dann Heinz Mack davon überzeugt hat, Mack hat ja das kleinere Atelier in der Gladbacher Straße, auch hier ins Haus zu kommen. Und Mack mietete dann die Räumlichkeiten genau über Uecker an und arbeitete von 62 an etwa auch hier. Der dritte im Bunde, nämlich Otto Piene, verblieb am längsten in der Gladbacher Straße. Er hat zwar 1965 schon Räumlichkeiten angemietet, und zwar just diesen kleinen Raum, wo Sie vielleicht den Kaffee geholt haben, nämlich im Nebenraum, und dort hat er aber eine Lagerfläche eigentlich angemietet, er hat da Dinge abgestellt. Er kam dann so im Laufe des Jahres 66 hier ins Haus. Das Bild ist noch in der Gladbacher Straße gemacht worden, aber so Pi mal Daumen, in der Zeit hat er dann auch hier mit dem Vermieter Kontakt aufgenommen. Und er hat dann sowohl die Räumlichkeiten, in der wir uns jetzt befinden, angemietet, wie auch das Dachgeschoss. Im Dachgeschoss hat er sich eine Wohnung eingerichtet. Und hier in den Räumlichkeiten hat er sein berühmtes Feueratelier, beziehungsweise sein Atelier eigentlich, was dann zum Feueratelier wurde, installiert. Sie sehen das Feueratelier in seinem Kern noch hier auf der von mir aus gesehen rechten Seite. Das ist auch genau so, wie Otto Piene das 2014 bei seinem Tod hinterlassen hat. Der ganze Raum war ganz dunkel, war ganz schwarz, weil Piene ja immer mit dem Feuer arbeitete, also wirklich die Leinwände entflammte und dann durch seine Choreografie eigentlich des Brandes das Motiv erzeugte. Wir haben diesen authentischen Ort selbstverständlich gelassen. Das ist ja eine der ganz, ich kenne eigentlich keinen anderen Ort, an dem man wirklich authentisch das Atelier des Künstlers sieht. Selbst Bacon, der immer in London gearbeitet hat, selbst dessen Atelier wurde ja nach Dublin transportiert. Das heißt, selbst das Atelier von Bacon, was von Archäologen zusammengeräumt und wieder aufgebaut worden ist, ist nicht das gleiche, was nicht am gleichen Ort ist. Also das ist so eine Besonderheit, auf die wir auch sehr stolz sind. Aber zurück zur Serum-Geschichte, zu der Frage der Verluste und der Neuanfänge. Die Serum-Bewegung hatte große Erfolge. Hier ist eine Ausstellung 1962 in Amsterdam im Stedelijk-Museum. Es ging weiter, bis 1964 gab es eine große Ausstellung in Philadelphia und auch in Washington. Und Zero war eigentlich an seinem Höhepunkt angekommen, und es gibt einen sehr schönen Film von Gerd Winkler, der dauert über eine Stunde, den möchte ich Ihnen selbstverständlich nicht zeigen, aber Gerd Winkler, finde ich, hat es in Anfängen sehr schön formuliert. Wenn ich jetzt sage, muss das losgehen? Ja, das dauert dann. Das dauert einen ganz kleinen Moment, ja, aber nicht zu lang. Meine Damen und Herren, glaubwürdigen Berichten zufolge führt die Null, auch Zero genannt, ein bemerkenswertes Eigenleben auf dem Gebiete der neuesten Malerei. Die Null ist nicht nichts, sondern das, was man aus ihr macht. Eine mit sich selbst multiplizierte Null schafft Kunst. Der geringste Zweifel an dieser paradoxen Situation könnte für Sie ein Gewinn sein und zum ungetrübten Verlauf dieses Fernsehabends beitragen. Die in Nullen eingepassten Damen spazieren nicht zur Kirmes. Sie tun der Öffentlichkeit kurz, dass in der von den Zero-Malern vertretenen Richtung eine gewisse Gelöstheit steckt, was durch Balance und Seifenblasen unterstrichen wird. Zero ist der Name für eine Gruppe von gut zwei Dutzend Malern. Zero heißt, wir leben und sind für alles. Ja, da sind wir vielleicht nochmal an dem Punkt, wir leben, wir sind für alles. Meint nicht, dass man affirmativ sozusagen für alles ist, was da gerade kommt, sondern es meint, dass man aus der Erfahrung der Verluste heraus eine positive Einstellung zum Leben geworden hat und durchaus kritisch, aber mit dem Willen auch positiver Veränderungen erstmal sozusagen dafür ist, als sich dagegen zu stellen. Das kennt man heutzutage gar nicht mehr.
Gruppe hat eigentlich für eine Künstlergruppe erstaunlich lang funktioniert, denn mehr oder minder, wenn man 58 als den Anfang von Zero ansieht, bis 66 ging die ganze Sache. Und dann hatten sich tatsächlich insbesondere Marc Piele und Ilka auch in ganz andere Richtungen bewegt und sie merkten auch, dass es zu eng wird in meiner Hintergrund-Dreier-Konstellation, dass sie mehr Freiheit brauchten. Und im November, Dezember 1966 gab es eine große Abschlussausstellung in Bonn im damals Städtischen Kunstmuseum. Und anlässlich der Eröffnung hat man im Bahnhof Remagen Roland Eck gefeiert. Und Sie sehen auch hier wieder positiv, nämlich Zero ist gut für dich. Ne? Da steht nicht Zero war gut für dich, sondern Zero ist gut für dich. Das war die Maxime. Vielleicht immer schon im Ende den Anfang mit betrachten. Der Zufall wollte es 2006 sich nicht zum ersten Mal, aber vielleicht auch intensiver wieder Marc Piele und Uecker trafen anlässlich einer Ausstellung im Kunstpalast, damals am Museum Kunstpalast, ging es um die Künstler Avantgarde und Zero stand natürlich im Mittelpunkt. Und dort kam dann die Idee auf, dass es doch eigentlich schön wäre, diese besondere Zeit nicht einfach in die Vergessenheit anheimzuführen, sondern einen Ort zu schaffen, wo Zero kritisch reflektiert wird, aber wo Zero auch weiterlebt, wo wir sind für alles, wo die Zukunft für Zero geschaffen wird. Und so kam es dann zwei Jahre später, in 2008, zur Gründung der Zero Foundation, die genau diese Aufgabe bekommen hat, Zero sowohl wissenschaftlich zu erforschen, wie aber auch Zero zu zeigen und Zero sozusagen die Zukunft zu tragen und diesen Verlust, der unser Verlust ist, dadurch auszugleichen, dass wir auch einen Neuanfang und in unserer Arbeit sozusagen mehrmals täglich immer wieder machen, um Zero ja, in der zeitgenössischen Kunst oder mit der zeitgenössischen Kunst zu verankern und zu zeigen, wie aktuell Zero nach wie vor ist. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Und ich glaube,